Herzlich willkommen zurück in der nächsten Anno-Aufnahme für die letzten zwei wunderschönen Folgen. Wahrscheinlich. 98 und 99. Ja, das werden auf jeden Fall die letzten zwei. Die Frage ist nur, wie lang die 99 wird. ich klicke schon mal auf Ready. Jetzt funktioniert dann hier ja anscheinend auch wieder alles. Mir fällt gerade auf. Ne? Ja. Ja. Rede. Moment. Alter, jetzt geh doch mal runter weg, du Spiel. Fraps nimmt bei mir nicht auf. Muss das neu starten. Tja. Ja, dann mach mal. Ich dümpel in der Zeit dann schon mal hier rum und guck, was wir noch offen hatten. Ich glaube, das war nicht mehr allzu viel. Das Inselbesiedeln, was irgendwie nicht ging, und die Echo-Exclusives brauchen wir noch. Wie geht's denn unseren Grünfutteressern? So. Da wollen sogar welche aufsteigen. Cool. Jetzt bin ich auch hier zurück bei Anno 2070, bei den letzten beiden Folgen. Hallo Teragi. Nochmal für meine Zuschauer, weil Fraps gerade nicht aufgenommen hat. Kann ja die Audiospur schicken. Und ich es neu, starten musste. So. Immer sind die anderen schuld. Wir in einem wunderschönen Orange. Das war genauso gelblich wie die Weizenfelder, bei denen ich gerade hing, als das Spiel anfing. Orange wie die Orange. 18 Echo-Arbeiter wollen aufsteigen, Teragi. Die schönste Farbe in der Farbenbranche. Oh Gott, Teragi, nee. Echt was? Nicht. Echt nicht. Darf ich dieses nicht? Fleckchen immer noch als... Nein, das ist eine Ruine. Gilt es immer noch als... Ja, unbewohnte Insel. Ach, das ist doch scheiße. Ja, wir brauchen immer noch irgendwo eine verfickte Insel. Das ist die von Hector, da bin ich mir fast zu 100% sicher. Weil die wird mir als einzige, wenn ich mit dem Cursor draufgehe, als unbewohnte Insel angezeigt. Und da wir alles besiedeln sollen, ist unbewohnt schlecht. Wobei ich anmerken musste, dass Sucher nach Atlantis war ein sehr passender Folgenname. Danke, danke. Das war sehr gut ausgewählt. Das dachte ich mir so, dass das passen könnte. Das Problem ist dann jetzt einfach, aber ich habe mich auch ein bisschen offscreen schlau gemacht, ich habe ein bisschen gelesen, also der Bug ist nicht unbekannt, dass man nicht 100% der Inseln besiedeln kann, aber ich habe keinen Lösungsvorschlag gefunden. Also ich habe öfters gesehen, dass in irgendwelchen Foren oder sonst wo reported wurde, hey, ich kann nicht 100% der Inseln besiedeln, aber woran es explizit lag, ob es bei denen dann auch Hector war oder irgendwer anders, ich glaube hier unser... Oh nein, Struse ist im Talk 1. Und weg. Sehr gut. Wie so ein Geist. Ploppt auf und ist sofort wieder weg. Wo war ich jetzt? Achso, ich glaube, Hibashi war auch ein paar Mal das Problem, dass seine Insel als unbewohnte Insel angezeigt wurde. In unserem Fall jetzt diesmal anscheinend nicht. Nö, steht einfach ETO. Ja, da steht nur ETO. Ich gucke jetzt gerade, was oder Trenchcoat, unbesiedelte Insel. Nee, er ist ja keine Insel. Ich kenne dich doch. Wer weiß. Das ist eine schwimmende Insel. Auf jeden Fall, ja, das ist die einzige Insel, die ich hier habe und die ist unbewohnt und besiedeln können wir das Ding nicht und wegpusten funktioniert auch nicht. Also wir können gerne nochmal eine Atomrakete draufschießen, aber ob nützen. Das so viel bringt... Nützen tut das nicht. Ja, wir haben eine fertige Atomrakete, du kannst sie starten, wenn du willst, eine Langstreckenrakete. Das nützt nichts, weil das doch 100% unendlich Leben hat. Ja und, da müssen wir eben unendlich und einen Schaden machen. Du hast, glaube ich, in Mathe, höhere Mathematik nicht aufgepasst, oder? Was denn? Die liegende 8 ist doch wie eine 8. Wenn es größer ist, also wir brauchen eine liegende 9, dann haben wir es geschafft. Naja. Schöne Theorie. Ist das etwa anders? Ja. Warum? So, ich bin ja hier gerade die letzten Echos am aufsteigen lassen. Ja, hau rein. Gib dass ihn. Wir dann vielleicht doch in der... Ja, nächsten Folge vielleicht. Oh, das könnte gehen. Hast du noch Material? Alles sogar, da? Sogar eigentlich in dieser Folge schon fast. Was brauchst du noch an Material? Im Moment nichts. Ja, was verbrauchst du denn für Materialien zum Aufsteigen lassen? Alles, was den Echos gehört. Werkzeug, Baustoffe, und Holz und Glas. Aber ist alles Holz voll. Ist relativ wenig dann noch. Ist noch das, was am wenigsten da ist. Kann ich ja schon mal ran schaffen gehen. Ich geh mal ranschaffen. Sea Dragon, Zero, Nako Express, da ist er doch. Fahr mal dahin, hol mal Holz. Viele können hier noch aufsteigen, WTF. Nicht mehr allzu viele eigentlich. 26? What? Was ist los mit... Achso, wir hatten ja ausgebaut, stimmt ja. 36 Angestellte. Du hattest ja aufsteigen. Venedig gebaut, stimmt ja. Ja. Was haben wir denn jetzt schon hier an Siegbedingungen? Also uns fehlen noch 60.
Das schaffen wir auf jeden Fall in dieser Folge. Ja, klar. Nur das letzte Monument könnte schwierig werden. Es ist egal, Siegbedingungen sind erfüllt. Ja. Noch 10. Was, noch 10? Die Konstruktionspläne dieses Gebäudes noch 50. Sind beeindruckend. Ich lass die hier alle schön aufsteigen. Dann kannst du ja noch auf irgendeiner Insel mal ein Raketenschild bauen, auf dem können wir dann ja nochmal schießen. Da hätten wir ja noch was für die letzte Folge. Okay, Raketenschild. Wäre eine Idee, oder? Was brauchst du denn für den Scheiß? Müsste ich mal gucken. Unter Echo läuft das oder unter Tech? Was ich allerdings noch testen würde, ne? Ja. Wenn wir auf der Insel, die beschossen wird, ein Schild machen. Und dann wird es ja reflektiert. Und dann auf der Insel, bei der es auch reflektiert. Fling, ja. Fling, fling, fling. Ping-Pong. Das wo ist denn das? Unter, was läuft denn das? Unter Tycoon? Ah, nee, das ist Spezialgebäude. Forschung. Das ist Forschung, oder? Spezialaktion, ja. Raketenschild. Brauche ich gar nicht so viel. 25 Carbon brauche ich dafür noch. Also 50 Carbon. Du brauchst Carbon, ja, bringe ich dir. Und Platin-Chips habe ich da noch genug von? Ja, genug. Ja, mehr als genug. Ich hole mal eben eine Ladung Holz für die komischen Echos und dann bringe ich dir auch Carbon. Obwohl, da oben sind ja noch genug Schiffe, nehmen wir eine andere. Zero, fahr mal da hoch. So. Nee, sind jetzt alle aufgestiegen. Oh, Kerosin haben wir, glaube ich, im Moment genug. Tatsächlich, alle Carbon Arbeiter auch. Sind aufgestiegen. Oh, schön. Lass ich nur 3 Carbonwerke erstmal offen, das reicht. Für das, was wir jetzt noch verbrauchen, Alter. Locker. Guck dir mal unsere Bilanz wieder an. 15k im Plus. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Schick, schick. Oh, Werkzeug. Warum ist hier Werkzeug? Aber die, die Techs, die machen ja auch unglaublich viel, Einnahmen. Auch jetzt wenn machen sie wieder Einnahmen. Die Echos waren noch die, die unglaublich viele Einnahmen gebracht haben auf einen Schlag. Hä? Erfolg? Zukunft ist grün. Wir haben 5000 erreicht, Echo Exclusives. 10.000 ist die nächste Stufe. Ja, das wollten wir eigentlich als Challenge noch irgendwie machen, aber die Insel ist fast voll hier. Ja und? Ist doch noch nicht aufgestiegen, außerdem ist da noch Platz. Ich sehe da oben noch was, ich sehe da oben noch was, hier unten ist noch ein bisschen Platz. Da geht noch was. Und die sind noch längst nicht fertig mit Aufsteigen. Nö, aber können nur noch 5 aufsteigen. Im Moment. 9 jetzt noch. Bei den anderen 10. Also da geht noch was, keine Sorge. Wir haben irgendwo Energiemangel. Wir haben auf 3 Inseln Energiemangel. Auf Megatron, Sondar und Pardus. Von wo werden die denn irgendwas versorgt? Fehlt. Ja. Uns fehlt was. Was denn? Die Kommunikatoren. Bitte? Kann nicht sein. Doch, die... Nur noch 51 Tonnen? Tendenz fallend? Wo stelle ich denn die her? Auf irgendwo, Italy oder so war das, ne? Nee. India? Vereintes Indien war das, glaube ich. Ja, Vereintes ja, Indien, so wie das aussieht. Ja, da stelle ich die her. So, was brauchen wir denn dafür? Dafür brauchen wir Mikrochips. Und für die Mikrochips brauchen wir Kupfer und Sand. Okay, was haben wir denn da? Kupfer ist alle, Sand ist genug da. Ich habe kein Kupfer hier. Da kann ich aber Abhilfe schaffen. Hier habe ich noch genug Minenbauplätze. Dann bauen wir mal ein bisschen Kupfer ab. Da. Kommunikatoren, Kupfer. Duck. Dann könnten wir ja vielleicht noch von Faser, wenn wir Faser überhaupt haben. Ja, es gibt Faser. Dann können wir ja hier Forschungszuschuss machen. Hä? Ich habe kein Werkzeug hier hinten. Warum habe ich hier kein Werkzeug? Was soll denn das? Keine Ahnung. Das kann ich nicht akzeptieren. Her mit dem Werkzeug. So, du hast übrigens Carbon an deiner Insel vorne. Ich weiß. Du hast es nur gefunden. Schon in Arbeit. Gut, gut, gut. Ist du hast auch Holz an der Arbeit. Anderen Insel. Ja, und? Lade ich gerade ab. Kannst wieder verbauen. Geht ja nicht. Die wollen ja nicht mehr aufsteigen, da die Kommunikatoren weg sind. Die haben zu wollen. Die sind stabil bei 93%. So, Werkzeug ist da. Oh, jetzt sinkt's. Ja, ich bin ja dabei. 92. 89.
Jetzt wird's rapide, wahrscheinlich. Ja klar, was erwartest du? Du hast ja keine Produktion, die da hinterherkommt. Ja. Beute jetzt hier gerade mal ein bisschen die Kupfervorkommen dieser Insel aus. Vielleicht welche nicht sehr effizient, aber... Welche Inseln sind denn hier? Hier oben? Ach, die Insel, die ist aber wichtig für meine Techs. Was wären... Von wem wird sie denn gespeist? Von niemandem? Hä? Hast du keine Energie? Ja. Ja, 9 Stück. Auf der Sandar. 9 Energie. Ja. Das ist nicht dein Ernst. Und ich finde jetzt gerade den Dix nicht. Alter. Also die Inseln, die von meinen AKW-Inseln versorgt werden, kontrolliere ich mal gerade einmal durch. Die haben alle Überschuss. Sandar kriegt von Submersia und Polymar. Ja, die haben alle massiven Überschuss. Submersia. Okay. Also eine Insel kann ich noch mit Energie versorgen, aber mehr auch nicht. Wie sehen denn überhaupt meine Brennstabvorräte aus? Ach, eigentlich ganz gut. Okay, dann muss Sandar... Oh nee, hier ist kritisch. Dann muss wohl Sandar... Verbrauch ist schon ein bisschen sehr hoch, den sollte ich ein bisschen runterschrauben. Oh, da habe ich das mal geregelt. Dann Megatron. Megatron hat auch wenig. Ja, ganz ruhig, ich sorge gerade für Energie. Ich muss hier gerade ein bisschen hin und her schieben. Was hat noch wenig? Alter, ich hab hier gerade... Ja, ich sag doch, ich schieb hier gerade Energie hin und her. Alles. Schön. So, alles wieder gut. Oh, wir haben übrigens noch eine Quest hier. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach so. Ich war ja hier immer noch dabei. Buggy. Was, welche, was, wo, wann? Von wegen zwei Deep Sea Hunter, Ach so, diese Quest, ja. Ich hab zwei Deep Sea Hunter. Wo? Wir haben hier zwei Deep Sea Hunter. Ich weiß nichts von Deep Sea Hunter, wir haben keine. So, jetzt sollte auch der Kupferbedarf hier gedeckt sein, theoretisch. Kupfer steigt wieder, das ist gut. Sand habe ich sowieso mehr als genug. Dann sollte die Chip-Produktion jetzt auch wieder hochgehen, die fahre ich dann auch noch ein bisschen hoch. Aha, ja, stimmt, wir haben ja jetzt die 5000 erreicht. Yay, wir haben eigentlich alles jetzt fertig. Außer die Insel. So. Verdammt, die letzte... Ja, die letzte Insel. Hector. Scheiß Bug. Tja, so weit gekommen und an einem Bug gescheitert. An einem Käfer. Naja. So. Na? Hm. Jetzt habe ich wieder kein Baumaterial, schon wieder kein Werkzeug mehr. Ich könnte kotzen. Fahr mal eben darüber und hol mal eben Werkzeug ran. Hopp, hopp. Megatron hat noch wenig. Und die Portus hat auch noch. Ich weiß nicht, warum die auf einmal so viel Energiemangel haben. Was ist denn mit deinen Geothermiekraftwerken los? Hatten wir vielleicht irgendwie einen Zuschuss von Dings? Keine Ahnung. Von dem Rad, dass wir mehr Strom produzieren oder so? Möglich, ich weiß das nicht. Auf jeden Fall funktioniert da irgendwas im Moment nicht anscheinend. So, jetzt nur noch Megatron. Strommangelmäßig. Und das bekommt von Submesia. Weißt du was? Das bei Megatron einzudämmen. Was? Ich hab doch noch einmal Energieslot frei. Ich kann auch für eine Insel kann ich locker noch Energie ranschaffen, das ist kein Problem. Submersia. Nee, nicht Submersia, Megatron. Ja, okay, kommt. Sekunde. Die Unterwasserinseln, da habe ich jetzt ein Untersee-Dingens gemacht. Na los? Achso, ich habe gerade keine Energie über. Doch, habe ich schon, aber das hat er hier noch nicht verstanden. Moment. So. Megatron, wo bist du denn da oben? So. Alles gut. Ah, kein Strom. Mangel mehr. Die ganzen Meldungen wieder wegklicken hier, die hier überall aufgelaufen sind, so. So, wir müssen 30.000 durch Handel erwirtschaften. Ach Gott, wie schwierig, das ist kein Problem. Ja, und zwei Deep Sea Hunter. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ob ich so viel Sand hier noch rankriege? Habe ich hier noch irgendwo einen Flussbauplatz? Was kosten die Deep Sea Hunter? Oh. Doch eine Handelsroute für Sand hier unten, meine ich. Oh, das wird teuer. Das wird teuer.
Das ist einer der ersten Sätze, die der deutsche Handwerker in seiner Ausbildung lernt. Wobei jedes auf 50 Euro Zuschlag sind. Achtung, mehr als im Kostenvoranschlag, Ölplattform. Gefahr einer Ölpest. Schon wieder eine Ölpest. Teragi, kümmerst du dich da drum, bitte? Ja, du hast Glück, dass da gerade ein Schiff angekommen ist. So. Und dann mache ich nochmal. Nochmal zwei. Bin jetzt echt gespannt, was da passiert. So, Kommunikatorenproduktion sollte massiv steigen jetzt. Mehr als verdoppelt. Wir mal. Ja gut, mehr als verdoppelt vielleicht nicht, aber... Geschafft haben wir das ja hier alles. Ist eigentlich gewonnen, das Spiel. Jo, so ziemlich. Ihr biometrischer Scan zeigt eine erhöhte Endorphinausschüttung. Bitte? Ergebnis korrekt. Ach so. So, ich brauche da ein bisschen Sand hier unten. Den kann ich mal eben noch ranschaffen. Fahr darüber. Sea Dragon. Los, schneller, 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 schneller. Ach, da ein bisschen mein Sand. Schiff. Hab mir einen von den Trimaran geschnappt. Ich hab hier gerade eh alle drei unterwegs gehabt. Ich hab ein bisschen Sand da drin gelassen. Das ist nicht schlimm, oder? Ausfegen kannst du den ja auch selber, oder? Ich frag mich so, wir fragen uns doch sowieso schon die ganze Zeit, wie so viel da reinpasst. Ja, mein Gott, Sand passt in jede Ritze. Er hat Ritze gesagt. Er hat Randschaffen gesagt. Ha. Oh, mein Nacken, ey. Und was ist jetzt mit Kommunikatoren auf Haupt-Eco-Insel? Auf Eco-Island immer noch auf Null? Keine Ahnung. Warum sind die immer noch auf Null? Wo ist die Handelsroute für die scheiß Kommunikatoren? Warum auch immer da Zollwaren-Dings ist. Roboter, Neuro, Eco-Stuff. Diamanten, die Biokost, die sinkt auch. India Trading, da haben wir sie doch. Der Tee sinkt auch. Ja, da werde ich ein zweites Schiff einsetzen müssen, weil Material dafür müsste ich genug haben, theoretisch. Die Pastlager sinkt auch. Ja, das ist alles genug da. Ich brauche ein zweites Schiff auf der Route. Ich baue mal eben schnell. Das Schiff kommt nicht hinterher, das ist ausgelastet. Das war nie dafür gebaut, dass da so viel Material transportiert wird. Guck dir mal, wie viele Einwohner wir haben. Ja eben, das war nie dafür gebaut, dass da so viel Material... 37.000 Leute wohnen hier. Heftig. Naja, ist zumindest kein Härten. Es hat 62.000 oder so Härten? Keine Ahnung. So ein kleines Kaff ganz schön viel. Europas größte Bergbaustadt, ehemalig. Ja, jetzt die meisten abgerissen. Gibt nichts mehr, in Herten gibt's keinen Bergbau mehr. Ewald. Auf Ewald wird nichts mehr gebaut. Nein, das steht aber noch. Naja, zum Teil. Achtung, Produktionsstillstand. Wir holen ja Blutkohle aus China. Kaufen wir uns ja jetzt ein. China, Australien. Ach, scheißegal. Australien ist wahrscheinlich nicht so blutige Kohle wie in China. Wo täglich irgendwie 200 Leute sterben oder so, keine Ahnung. Wo bleibt das Schiff? Findest du nirgendwo sonst, ja. Hand drauf. Registriere neues Fahrzeug. Frachtschiff. Danke. Ach, wie schön. So, jetzt sollte die Route damit aber klarkommen, hoffe ich mal. Ach, wie schön. Ach, wie schön, dass niemand weiß. Dass du Rumpelstilzchen heißt? Ja. Mein wahrer Name. Teragi ist nur ein Synonym. Q. So. Jetzt bau hier. Habe ich denn Überschuss an Chips oder irgendwie sowas, dass ich damit noch was bauen kann? Nee, Chips habe ich zu wenig sogar. Das Parlament kriegen wir nicht fertig. Ja, nur doch. Es kommt nur drauf an, wie lange wir da noch überziehen, ne? Also die Folge ist bald rum. Ich weiß. Wäre wahrscheinlich schon rum. Also, nein, noch nicht. Erst in 20 Sekunden. Ja, ich habe ja eine Minute später angefangen, deswegen habe ich hier noch eine Minute stehen. Weil das Fraps ja nicht aufnehmen wollte, aber ja, gut, dass ich das. Nice Fraps, gut.
gut, dass ich das früh genug gesehen habe. Noch, ich fänd's lustig. Hätte ich endlich mal eine Folge, in der ich selbst Gespräche führe. Ach so, das mache ich ja immer. Macht man das bei Let's Plays nicht immer, außer bei LPTs? Ja, so ziemlich. Deswegen gewöhne ich mich schon dran. Ich merke schon keinen Unterschied mehr zwischen einem Let's Play und so dem realen und so. Also. What the fuck? Also, ich... Also, ich habe mich schon erwischt, wenn ich da mal allein GTA Online zocke, dass ich dann da mal ein bisschen... Dass ich da mal so ein bisschen rumrede, aber das habe ich auch schon vorher gemacht, deswegen mache ich ja Let's Plays, weil ich beim Zocken spreche. Und aufregen tut sich ja jeder beim Zocken. Damit du einen Grund dafür hast, warum du, also eine Ausrede, warum du dich denn jetzt hier so aufregst und warum du mit deinem Rechner redest und überhaupt, hast du einfach mal gesagt, ja, ich mache jetzt LPs. Sozusagen. Interessant, interessant. So. Jetzt wäre bei mir die Folge zu Ende. Aber ich will. Habe ich noch irgendeinen Minenbauplatz auf dieser Insel, den ich benutzen könnte? Ich brauche mehr Kupfer. Ich glaube, ich habe alles ausgenutzt, bis auf den Hummer. Kann das Parlament nicht auch irgendwie die Nahrung und so ersetzen? Nein. Nagen sie da so ein Parlament rum. Ja, ja. Da ist doch so viel. Ist das ein Lebkuchenhaus? Ist doch so viel Grünzeug, wenn du da guckst. So, also deine Echos haben wieder Material. Ich weiß aber nicht, wie lange. Na los, lade endlich Schiff. Basta Primavera. Basta Primavera? Na, nur normale Basta, noch nicht Primavera, wird noch gemacht. Die werden ja in den komischen Meer, in den komischen Wassermühlen gemacht, die Nudeln. Frederico. Genau. Da hängen Kommunikatoren und Pasta fest. Was können wir hier noch kaufen? Ah, hier können wir noch was kaufen. Ich muss mal eben was bauen, bevor ich was kaufe. Was? Wir haben die 6 Millionen geknackt! Schon wieder? Ja. Das ist doch nichts Besonderes mehr. Auch für die, die Milliarde wird sehr schwer. Das sind ja 1000 Millionen, eine Milliarde. Für diese Erkenntnis einen Keks. Gucken, ob die Handelsrouten sich darüber vielleicht ein bisschen entzerren. So, ich will wenigstens ein Haus aufsteigen lassen. Okay, ein Haus aufsteigen lassen und dann gehen wir in die Pause. Halt. So, jetzt darfst du. Oh, jetzt ist es schon aufgestiegen. Oh. Jetzt aber noch eins. Oh, ein Haus aufgestiegen. Oder soll ich die letzten fünf hier noch aufsteigen lassen? Oh. Nein, okay, dann eben nicht. In der nächsten Folge. Genau. So, in der nächsten Folge machen wir dann das Experiment noch und lassen die letzten aufsteigen. Richtig, das war eigentlich so der Plan. Das Experiment, was passiert, wenn man. Ja. Mit Atomraketen auf Schilde schießt? Zwei Raketenschilde jeweils auf zwei Inseln tut und auf die eine dann auf die andere schießt. Ob das dann Ping-Pong ist? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es unser eigener Raketenschild ist. Nein. Mal schauen, wir werden es erleben. Wieso, die Rakete, sobald sie abgeschossen ist, zählt sie als feindliches Objekt und kann sie unsere eigenen Gebäude zerstören. Ich weiß es nicht, wir werden es merken. Ich habe damit schon mal ein Konzernzentrale gesprengt. Du hast auch schon mal Sachen in die Luft gesprengt und... nee, gar nicht wahr, du hattest NPCs, die auf einmal instant 5 Raketensilos hatten oder irgendwie sowas. Der ist der Zorn. Nee, nicht der Zorn, der Tor. Der plötzlich, der hat ja generell Raketensilos, aber plötzlich sind aus den Raketensilos, die er hatte, irgendwie ein Dutzend Raketen gespawnt, die dann auf meine Insel niedergeregnet sind. Es regnet! Und von wegen, NPCs dürfen keine Raketen abschießen. Wer hat das behauptet? Die Entwickler. Tja. Und die Foren. Trauen niemals den Entwicklern. NPCs können keine Raketen abschießen. Na dann.
Hoffen wir mal, dass das gleich funktioniert. Wenn nicht, verabschieden wir uns halt aus dieser Aufnahmesession, auf dieser Staffel allgemein mit einem großen Knall und es wird nicht viel überbleiben. Auf jeden Fall ein Knall. Bin egal, ja mal gespannt. Egal, wie lange die hin und her gepingpongt werden, irgendeine explodiert. Wahrscheinlich die Echo-Insel. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ja, ciao. Bis dann. Ciao. Verborgen zwischen den Felsen der Tiefe des Ozeans entschlüsseln Wissenschaftler der Techs die Geheimnisse des Meeresbodens. Innovative Technologien erschließen die neuen Schätze der Tiefsee. Die Techs erforschen das Geheimnis einer mächtigen Energiequelle. Ein Kraftwerk, das geothermische Energie nutzbar macht und die Techs in eine neue Zivilisationsstufe führt. Die Technologien bescheren der Bevölkerung endlich die erhofften Energiereserven und sorgen für Wohlstand und Reichtum. Beeindruckende Monumente werden errichtet und neue Produktionsketten über und unter Wasser entstehen. Doch die neue Technologie ist nicht ohne Gefahren. Anno 2070. Die Tiefsee.